Hallo Freunde, heute ich wollte ich ganz gerne meine alternative Erdbeerwand vorstellen. Die unteren Kästen habe ich schon mal aufgeschraubt, wie man da unten so schön sehen kann. Und die oberen habe ich erstmal ausgelassen, um zeigen zu können, wie das Ganze aufgebaut ist. Also wie man sehen kann, habe ich unten Winkel angeschraubt. Na, ganz normale Holzplatte, 1 cm dick ungefähr. Und auf die Winkel habe ich dann quasi die Kästen draufgesetzt. So. Damit die Kästen nicht hinfallen, habe ich das Ganze nochmal hier mit einer Schraube und mit so einem ja, mehr oder weniger Unterlegscheibe verstärkt. Vielleicht wird einer die Unterlegscheiben schon erkennen. Und zwar sind das die quasi das Material, was ich aus den Erdbeersäulen rausgetrennt habe, das habe ich nicht weggeschmissen, habe ich dafür verwendet, um die Kästen hier anzuschrauben. Ja, somit ist das schon ordentlich fest. Also man kann auch ein bisschen dran rütteln. Das hält alles, das heißt, auch wenn die Erde drin ist, wird das Ganze halten. Da unten haben wir nochmal so ein Plastikeinsatz, darunter sammelt sich Wasser, das ist auch schon mal gut. Das heißt, die Erdbeeren hätten genug Wasser in dem Fall, wenn man längere Zeit mal nicht gießt. So sieht das Ganze im Großen und Ganzen aus. Und wie das dann später mit Erdbeeren aussieht, zeige ich dann beim nächsten Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.